Ein neues Wasserstoffexperiment. Diesmal wollen wir es über Plasmaelektrolyse versuchen. Hier sieht man den Plasmareaktor in einem Wasserbehälter. Dieser Wasserbehälter wird sich erwärmen. Hier oben haben wir eine Temperaturanzeige, die zeigt 11 Grad. Und da oben ist ein Tank und da ist eine Pumpe. Wir haben also einen geschlossenen Wasserkreislauf für den Reaktor und das andere ist Brauchwasser zum Erhitzen. So, was man jetzt hier sehen kann, dass sich der Reaktor in Bewegung setzt. Man kann jetzt eine rötliche Flamme sehen. Und desto höher man die Spannung setzt, desto gelblicher wird die Flamme. Und jetzt haben wir auch eine richtig saubere Plasmaflamme, weil die Betriebstemperatur erreicht ist. Ab 54 Grad scheint sich die Reaktion zu verändern. Man sieht jetzt, dass das ein super sauberes Plasma ist. Hier oben kann man jetzt sehen, ja, 53, 54 Grad haben wir. Und die elektrische Leistung, sobald dieser Effekt eintritt, reduziert sich schlagartig auf die Hälfte. Mittlerweile läuft das Experiment schon einige Weile. So, und diese Dauer, wenn ich mir das angucke, wunderbare Plasmaflamme, sauber, stabil, alles läuft wie es muss. Wassertemperatur im Reaktor ist bei 60 Grad. Wunderbares Plasmaleuchten, hell. Schöner könnte eine Glühbirne nicht sein. Und das können wir jetzt tagelang so laufen lassen. Unser Plasmaversuch läuft und läuft und läuft. Mittlerweile ist es dunkel geworden, aber es läuft. Und wie man sehen kann, ein sehr, sehr helles Licht. Dabei ist hier nichts zugesetzt, also kein Magnesium oder sonstige Stoffe, wo man meinen könnte, die dieses Leuchten verstärken. Wir haben wirklich hier ein weißes Licht. Wir werden jetzt mal ein bisschen geringfügig die Leistung erhöhen, um mal zu gucken, ob das Plasma auch heller werden kann. Norbert, gib mal Gas. Ja. Das sieht doch schon ganz gut aus, wenn ich mir das so angucke. So muss ein Plasma leuchten. Perfekt. Vollgas? Ja. Super.